Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Channel bei TUD, Trailer of Dead. Endlich ist es soweit. Die brandneue RTX 4090 ist auf dem Markt. Nicht nur auf dem Markt, sondern auch hier bei mir auf meinem Schreibtisch. Wie wir das ganze Ding auspacken und. Bleibt dran. So, und da haben wir jetzt hier die Tough Gaming Card von vorne. Dann drehen wir das ganze Ding hier nochmal um. Na komm, da haben wir es auch schon. Und ja, dann machen wir das ganze Schmuckstück doch mal auf jetzt. Ich bin nämlich ganz schön aufgeregt jetzt hier. So, mal aufgemacht jetzt hier. Na komm. So. Dann haben wir sie. Dann machen wir die ja auf. So. Oh, na komm her hier, da haben wir sie. Auf hier. Oh, wahrscheinlich muss ich die irgendwie umdrehen hier. So. Oh, der gefällt mir schon mal, der Karton hier. Der sieht sehr, sehr nice aus, das muss ich schon sagen. So, jetzt geht's hoch. Ah, wie so ein Aktenkoffer oder wie sieht's aus? Wie so ein Laptop, ja, quasi. Ich verstehe. Oh mein Gott. Hier haben wir, ich verstehe, diese machen wir jetzt mal hier auf, wenn ich das hier aufmachen hier, zack, und hier haben wir den Adapter jetzt hier, ja, für die, ja, vorigen Netzteile, sage ich jetzt mal so, ja, das Ganze viermal, Wahnsinn, Mann, 2, 4, 6, 8, wow, 8x4, du, der Wahnsinn. 432. Hier haben wir den 12-Pin-Anschluss, den du in der Grafikkarte dann halt reinsteckst. Und hier steckst du dann halt volle Netzteilstecker alle an, damit du, ja, wie sagt man das so schön, volle Power ziehen kannst. Wahrscheinlich über 500 Watt. Ja, dafür sind die da. Ich finde die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sind sehr, sehr gut, gut gesleeved, finde ich. Wahnsinn, Mann, unglaublich, wenn du die alle anschließt. Ja, 500 Watt kannst du jetzt ziehen, das ist wirklich krank, Mann. Also mal abgesehen davon, wenn die jetzt wirklich mal die Titan rauskommt, die TI oder wie auch immer. Ja, hier habt ihr noch hier so ein Kabelbinder oder irgendwas, nehme ich mal an. Was haben wir denn hier? Ich verstehe. Das habe ich auch schon hier gesehen. Wahrscheinlich hier irgendwie so ein Werkzeug hier. Na, geht der nicht rauf hier oder wie? Oder muss man den? Da. Aha. Guck mal einer an. Da haben wir ihn. Den steckst du dann so rein. Ah, guck mal einer an. So, dann machst du den fest wieder. Okay. Nicht schlecht. Barcode, wofür? Hm? Ja, dann schraubst du den fest. Hm? Kein Problem. So, jetzt kommen wir zur legendären Tough Gaming Grafikkarte hier. Und das ganze Ding. Alter, mein Gott, ist die schwer hier. Das gibt's doch gar nicht. Die ist ja wirklich schwer. Dann machen wir den mal auf jetzt hier. Oh. So. Kriegen wir den mal hier wieder dran, falls wir den brauchen. Oh mein Gott. Seht ihr das hier? Und wie das duftet. Wie sagt man doch schön? Oh mein Gott. Wow. Guck dir das Prachtstück an hier. Tough Gaming. Es ist wirklich unglaublich hier. Was für ein fettes Monster das hier ist. Unglaublich hier. Wow. Hier kann man auch an der Stelle schon sehen, das PCB jetzt hier. Ja. Und ihr seht auf jeden Fall, hier gibt es keine SLI-Brücke bezüglich Eingänge. Aufgrund deswegen, weil Nvidia sich so entschieden hat, die über die Bandbreite zu ziehen, ja, über die PCI Express 5.0. Genau, das finde ich sehr, sehr cool an dieser Stelle von Nvidia. Super, gut gedacht. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann stört das natürlich auch niemanden, wenn man gleich zwei einbaut mit der Wasserkühlung oder wie auch immer halt. Es ist sehr, sehr bequem, muss ich ganz ehrlich sagen. Reinstecken, zack, wieder rausstecken und alles läuft über den Driver. Das ist wirklich top.
Ja, jetzt können wir hier an dieser Stelle jetzt nochmal schön drehen. Genau, und den auch nochmal. Oh, das war ein bisschen zu viel. Oder wie auch immer. Wow, das ist wirklich unglaublich. Also das ist schon wirklich ein Brocken, muss ich sagen. Das ist wirklich heftig hier. Wow. Und hier haben wir natürlich jetzt auch, da habe ich mich natürlich jetzt für eine Asus Grafikkarte entschieden, aufgrund natürlich hier, ziehen wir jetzt mal raus hier, einmal DisplayPort, ziehen wir den zweiten auch mal raus, das ist zweimal DisplayPort, machen wir den dreimal DisplayPort. Und jetzt haben wir natürlich jetzt hier nur bei den Asus Grafikkarten ist das so, ist mir aufgefallen. Habt ihr einen HDMI 2.1 und hier habt ihr direkt daneben auch nochmal ein HDMI. Ja? Zweimal HDMI und dreimal DisplayPort. Das ist sehr, sehr interessant. Also ich würde es mir vorstellen, auf jeden Fall dreimal DisplayPort zu nehmen für Nvidia Surround oder wie auch immer halt, weil da braucht ihr drei einheitliche Stecker und natürlich müssen auch 60 Hertz vorhanden sein. Ja? Mit 120 Hertz oder 144 Hertz wird es wohl nicht funktionieren, nehme ich mal an, meiner Meinung nach. Ich habe es zwar nicht getestet, aber ich nehme es sehr, sehr stark an. Das wäre ja ein krasser, ne? Wenn er 144 Hertz in Nvidia Surround machen würdest. Aber naja, das ist natürlich übel ein Schmuckstück hier, ne? Das muss ich schon sagen. Ja, wow, das ist wirklich ein Klopper. Hier auch nochmal GeForce. Ja, auch nochmal, sehr, sehr, sehr gut. Für die Abwärme hier unten an der Backplate. Und hier seht ihr natürlich hier den 12-Pin-Steckplatz hier. Genau. Können wir normalerweise auch mal hier jetzt den mal hier so reinstecken, hier provisorisch. Aber ich denke mal, das eigentlich brauchen wir eigentlich gar nicht. Da ist er drin. Und so hängt er dann auch. Machst du den wieder ab. Und ja. Ja, ihr habt auf jeden Fall noch hier dieses super TUF-Logo hier an der Seite, diesen Kopf oder was das auch darstellen soll. Das ist übrigens auch meine allererste TUF-Gaming-Grafikkarte. Ja, und ich bin wirklich gespannt, die einzubauen. Allerdings muss ich euch leider an dieser Stelle ein klein wenig enttäuschen. Ich kann die leider nicht testen, weil ich keinen Gaming-PC habe. Ich warte immer noch auf die CPUs hier, diese Raptor Lake und. Ja, aber das Schmuckstück, das bereitet mir wirklich sehr, sehr viel Spaß bestimmt. Ja, unglaublich hier. Das ist wirklich absolut heftig hier. Ja, na gut. Das war's von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder.